Hi Markus, Busch Sunny, wir wollten uns nochmal bedanken für dein kleines Päckchen, was du uns mitgegeben hast oder ein Sepp mitgegeben hast für uns. Wirklich klasse, so ein kleines Paket immer mit dabei zu haben. Für unsere großen Touren haben wir jetzt immer ja, sehr voluminöses Sunny-Pack dabei. Jeder in großes eigentlich, also da ist wirklich was drin, was man so braucht oder hoffentlich nie braucht. Gut, dass ich das jetzt hier dabei habe, das habe ich in meinem D-Pack drin. Das werde ich jetzt auch gleich mal benutzen. Das ist jetzt hier kein böses Omen, weil das Paket für uns angekommen ist, sondern das war einfach nur Dappscheid. Ein Knüttel auf den Daumen gehauen, naja, ein bisschen die Haut eingerissen, mehr ist nicht. Da werden wir gleich mal ein gutes Pflaster rausnehmen. Also es ist immer gut, ein Sunny Pack dabei zu haben. Selbst wenn man jetzt nur eine Stunde im Wald unterwegs ist, man muss ja auch immer dran denken, so ein Sunny Pack ist ja nicht immer für ihn selber. Selbst wenn man, so wie ich, selten solche Fehler begehen oder sich so dapsch anstellen zum frühen Morgen, kann es ja auch sein, dass sich andere Leute verletzen, wie bei dir jetzt in den Bergen, wo du eben halt jemanden, einen Herrn, den Arm und die Knie versorgt hattest. Also es ist eine Nemo Plus für ihn selber, so ein Sunny Pack. So, machen wir mal hier die Pflaster auf. Jetzt können wir ein kleines Feuer schmeißen hier, das Papier. So, und dann nehme ich bloß so ein kleines, das reicht ja. Nö. Ich habe viermal eine Autotür klappen müssen. Dreimal. So. Zack. Und da haben wir die kleine Wunde versorgt. Also danke nochmal, Markus, für das kleine Erste-Hilfe-Set. Hat uns jetzt schon geholfen. Aber wie gesagt, kein schlechtes oder böses Omen, sondern das war einfach nur Dappscheid. Okay, also nochmal besten Dank von uns und wir sehen uns. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Heute ist nie mein Tag. Verletzung Nummer 2. Scheiße. Ah, jetzt hat es mich auch nochmal richtig übel erwischt. Also irgendwas ist heute faul. Das, was ich die ganzen Jahre vermeiden konnte, passiert mit Enma. Die Wunde zeige ich euch jetzt nie, könnte man jetzt nähen, aber sterbe ich Strips drauf und dann wird alles Blut. Gut, meine ich. Zwiebel vielleicht. Hab dich nicht so. Ich hab dich nicht so, keine Angst. Hand rum. Kann ich nicht, ich weiß gar nicht, was Hand rum ist. So, Wundversorgung. So. Ah, gut geschnitten mit der Säge. Dumm gelaufen. Also es ist jetzt wieder. Oh, jetzt machst du das wieder drauf. Es ist wieder mein Daumen erwischt, der gleiche Daumen heute zum zweiten Mal. Also das ist jetzt wirklich das Letzte. Jetzt sind wir wieder mal voll dabei hier. Ist wieder was für Busch Sunny. Also gesagt, er hätte sich so gewünscht, dass es nie passiert wäre, aber. So sieht der ganze Mist aus hier. Naja, zum Glück ist nichts weiter passiert, keine Sehne, nichts angeschnippelt, sieht zumindest erstmal so aus, sonst wird es mehr Suppen. Na, lass noch, was uns geht noch, das kannst du täten. Ja, so. Drück feste zu, das tut gar nicht weh. Also Daumen lässt sich noch bewegen, alles so weit so gut. Wird es bloß scheiße heilen, wenn es nie genäht wird. Ja, das ist auch nicht so tief, dass man es nähen muss. Nee, glaube ich auch nicht. Das geht schon. Das passt schon noch.
Ist etwas nervig mit den Stellestrips, das es ist. Ja, so ordentliches Sunnypack hier. Von Nettle. Oh, Nerdmaterial. Jo, das brauchen wir es heute nicht. Diesmal hätte ich es nehmen müssen, oder? Mich selber. Nee, du kannst es ja auch nehmen. So, dann nehmen wir die guten. Jo, nimm nur das Beste für mich. Schließlich bin ich dein Schatzi, oder? Aber jetzt kommt Händedesinfektionsspritzel statt Wunddesinfektionsmittel. Ich mache jetzt mal einen Ton aus. Unterschied. Doch. Gib mir ein Stück Holz. Beiß die Zähne zusammen. Geht's dir gut? Scheiße. Mhm. Oh, das tut gut. Das muss sein, ey. Das ist sonst ja. Mist. 1000 Nadeln. Aber es geht. Verdammte Axt. Man hält's aus. Ja, Mann hält's aus, Frau hält's auch aus. Also kann ich jetzt nicht plägen wie ein Kind. Genau. So. Naja, ah, sieht doch gut aus. So fast schon geheilt, ich bin ein kleiner Heilander hier. Kann ich nur empfehlen. Ja, machen wir hier. Das ist zwar Schleichwerbung, aber es ist wirklich gut. Nee, das ist wurscht. Das ist wirklich gut. Also die Dinger sind für Notfall auch nicht schlecht, halten aber nicht so gut. Das gute 3M eigentlich, aber ist nicht. Ja, aber die Orgo-Strips sind wirklich eindeutig besser. Die sind dehnbarer und halten vor allem richtig gut. Und danke für den Tipp, Schatz. Währenddessen verblute ich und werde weiß. Nee, war jetzt. Sie hat eben halt Erfahrung, sie weiß Bescheid, also meine viele kennen noch die Klebebänder vom Bau von 3M. Die sind wirklich gut, aber hier ist dementsprechend die andere Firma hier besser, wenn sie es sagt, sie weiß es. Also die erste Klebung immer. Ja, der Schnitt geht quer durch. Gucken wir uns mal genau an, wie wir das machen. Quer rum. Schatz, muss ich mir immer irgendwas tun, damit wir sowas Geiles filmen können, oder? Naja, es erleichtert die Sache schon. Ja, so wie, ja. Und komischerweise lässt du dich dann auch filmen. Ja, ja. Das ist mein Job. Und der nächste geht leicht drüber, oder? Muss man so machen. Naja, nee. Nee, die Wunde soll schon nicht ganz geschlossen sein, wenn wir gerade Dreier haben. Hier. Das ist halt doch so. Und hier sieht man auch leicht noch die andere Wunde oben am. Ja, mach so. Machst du das andere gleich mit zu, klappst zu und genau. Zack. So, du darfst dir jetzt nicht mehr die Finger dreckig machen, ne? Das ist dir klar. Ich laufe jetzt auch immer nur so rum. Ja, genau. Hast, Schatzi. Männer machen das besonders gut. Schatzi, gucke. Aua, aua. Ach Quatsch, guck mal, Schatzi. Ja, hast du gut gemacht, Schatz. Daumen hoch. Komm, es gibt auch noch ein Pflaster. Ich habe aber leider keine mit Teddy. Oh, komm schon. Du bist ein Teddy-Pflaster. Nee, ich bin Buschkraft-Pflaster. In Tornfleck? Ja, jo, genau. Streck mal einen Daumen raus hier. Das geht nicht. So. Ausnahmsweise mach das bitte sonst nie. Aber ich kenne meinen Mann. Der macht sich dreckig. Bitte keine Duschpflaster weiterverwenden. Wirklich nur, wenn man die Wunde sollte schon ein bisschen atmen können. Also das müssen wir heute Abend auch wieder abmachen und ein luftdurchlässiges drauf. Bitte nur Duschpflaster, wenn wirklich nötig. Ja, also ich bin da so ein bisschen in kleinerem Dreckwühler, deswegen ist das schon ein bisschen besser jetzt zur Zeit. Also Daumen hoch für die Arbeit, Schatzi. Super gemacht. Muss ich jetzt den ganzen Tag so rumlaufen? Nee, oder? Ja, genau. Wenn der ja noch einen Oberarmgips anlegen. Ja, genau. Damit der Daumen ruhig gestellt ist. Und ich hätte gerne noch eine Stütze, damit ich nicht so humpel, wenn ich den Daumen hier so halte. Klasse Sache, danke Schätzchen. Muss ich jetzt aus sozialen Zwecken jetzt meinen rechten Daumen auch immer nach oben halten, damit der andere sich nicht so alleine fühlt? Wäre doch was. Na gut. Das war es jetzt erstmal kurz. Wundbehandlung mit Steri-Strips. Schatzi als. Was bist denn du? Wie nennt man dich? Pflasteraufkleber oder? Fach. Das ist besonders schön. Ja. Pflasteraufkleber. Sehr gut. Ja. Medizinisches Personal. Ach, so nennt man das alles da. Gut, danke. Völlig ausreichend. Ja. Mehr müsst ihr nicht. Genau, passt. Also bis dann. Ciao, ciao.